herzlich willkommen zu einem Katastrophenvlog. Ich hoffe, der Ton stimmt. Spinnt? Nein, stimmt. Passte gerade so gut. Ich hatte diesen Vlog eigentlich schon mal aufgenommen. Blöderweise ist mir da im 5-Minuten-Abstand jedes Mal die Rennleitung in die Quere gekommen. Das war blöd. Also, das war insofern blöd, als nicht für mich jetzt, aber das wäre halt im Video, wäre das nicht so gut gekommen. Sie hatten Großkontrolle den Tag gemacht und hatten so noch und wären nicht so, hätten die wahrscheinlich nicht so toll gefunden. Sagen wir es mal so. So, worum geht's im Vlog? Ich hatte in dem Vlog ging es um den besten Freund des Menschen. Ha, wer ist der beste Freund des Menschen? Der Hund. Ich hatte bis vor, jetzt muss ich überlegen, 2 Jahren, hatte ich selber 2 Hunde. Tibet-Terrier, Tibet-Apso. Wuschelige Kandidaten. Sehen aus wie Bobtails, nur ein bisschen kleiner. Genauso verwuschelt, genauso viel Fell. Waren extrem geile Zeitgenossen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die sind sehr, sehr alt geworden. 15,5, 16,5. Ich müsste nachgucken. Ich habe es gerade nicht im Kopf. 2001 geboren sind die beide. Waren Geschwister. Die Hündin ist allerdings erst 1,5 Jahre, also im Alter von 1,5 Jahren zu uns gekommen. Das ist eine richtig lange Geschichte. Unser Rüde ist als Baby zu uns gekommen. War schön, das alles mitzuerleben. Soll jetzt aber nicht primär um meine Hunde gehen, sondern primär um darum, wie man allgemein oder wie die Gesellschaft allgemein mit Tieren oder mit Hunden umgeht. Das ist mir so durch den Kopf gegangen, weil ich das öfter zu sehen bekomme. Und als ich diesen Vlog fertig hatte, in dem dann ja auch mir ständig die Rennleitung vor die Nase hüpfte, habe ich dann noch ein Erlebnis gehabt, was dem Ganzen irgendwie, ach ja, von weitem die Krone so ein bisschen aufgesetzt hat. Da fahren wir mit durch. Und zwar habe ich einen Typen gesehen mit einem Hund. Der sah sehr abgemagert aus. Nicht nur, dass man an den Rippen hätte Klavier spielen können, der machte auch sonst, der ließ den Kopf hängen, der ließ die Rute hängen. Der hatte überhaupt keinen Spaß am Laufen. Der machte einen ganz matten Eindruck. Und am liebsten wäre ich hingegangen. Aber ich bin so ein Typ Mensch. Ich bin dann ganz, ganz wenig diplomatisch. Und würde dann nicht nett sein, sagen wir es mal so. Eher unnett, ja. Genau, das hat in meinen Augen kein Hund, kein Tier, kein Lebewesen verdient. Es ist einfach so, ich habe, wie gesagt, 2 Hunde gehabt. Die haben es bei mir, ich würde behaupten, ziemlich gut gehabt. Ich
bin auf die Bedürfnisse meiner Hunde immer eingegangen. In jedem Lebensabschnitt, den die gehabt haben. Oh, wie geil! Roller! ja, in jedem Abschnitt, in jedem Lebensabschnitt, den die gehabt haben, bin ich drauf eingegangen. Als mein Rüde Welpe war, haben wir aufgrund meiner psychischen Erkrankung zusammen die Welt erkundet. Das heißt, er konnte sowieso noch nicht so weit laufen und auch sollte auch noch nicht so viel laufen. Und ich mochte auch noch nicht so weit mich von meiner Wohnung entfernen. Dadurch waren wir irgendwie auf gleicher Höhe oder auf einem gleichen Level. Und somit haben wir beide die Welt zusammen neu erkundet, was irgendwie recht geil war. Ja, und dann wurde er größer, er wurde ja recht schnell größer, also nicht so groß, aber er wurde recht schnell, also größer im Sinne von reifer, erwachsener. Er fing dann an, junger zu werden, kam in die Pubertät, bis er dann, fahr doch einfach mal, Mensch, bis er dann, ja, erwachsen, das dauerte, oder das dauert allgemein, bei Tibet-Terriern dauert das ein bisschen länger, bis sie erwachsen werden. Die durchleben so die Phase des Junghundseins recht lange und haben dann auch ziemlich viel Blödsinn oder recht lange viel Blödsinn im Kopf, sagen wir es mal so. Was aber recht spaßig war. Man muss Hundeerziehung allgemein mit ziemlich viel Humor nehmen und bei Tibet-Terriern braucht man, kann man noch 10 Schippen mehr Humor drauflegen, um den gerecht zu werden. Egal. So. Wie gesagt, durch jeden Lebensabschnitt habe ich die Hunde immer bedarfsorientiert. Ich finde dieses Wort so dämlich, aber in diesem Fall ist es wirklich bedarfsorientiert durchgeführt. Als die Hunde älter waren, waren die Gassiwege kürzer. Dafür konnten sie eben halt ihrem, ja, wie sie es brauchten, ja, sie konnten eben halt dann auch nicht mehr meinen Rüde, der hatte da schon seinen ersten Schlaganfall weg. Er war taub zum Schluss, war soweit eigentlich noch recht fit, trotz seines Schlaganfalls. Aber er mochte eben halt dann auch nicht mehr so weit laufen, so viel laufen. Er ist dann so in unserem kleinen Gebiet, was wir uns dann ausgesucht haben, ein bisschen rumgelaufen. Da waren wir dann locker eine halbe Stunde unterwegs für einen Weg, wo man normalerweise mit einem jungen oder mit einem erwachsenen Hund 5 Minuten unterwegs wäre, brauchten wir eine halbe Stunde. Das war aber in Ordnung. Das war für mich in Ordnung, es war für die Hunde in Ordnung. Die waren ja gleichaltrig. Von daher war auch die Bedürfnisse der Hunde ungefähr als gleich anzusehen. Die Hündin hatte nur keinen Schlaganfall, aber sie war trotzdem irgendwie gleich reif, gleich altrig, ihres Alters gemäß gleich. Also, ihr wisst, was ich meine. So. Und ich sehe immer mehr Leute, die eben halt auf die Bedürfnisse ihrer Tiere, ihrer Hunde, ihrer Katzen, was weiß ich, also in diesem Fall eben halt, man sieht ja doch mehr Hunde an der Leine als Katzen, nicht so sehr darauf eingehen. Und die zerren und ziehen die Tiere hinterher und ich mag das halt nicht. Und ich finde das auch nicht so toll. Sollte jeder mal für sich drüber nachdenken und auch mal so tief in sich gehen, ob das so sein muss, ob man da wirklich, ob man da nicht anders mit umgehen kann, ob man die Hunde nicht oder auch genauso dieses ewige, dann auch alte Hunde anzuleihen vorm Laden. Ey, Leute, man hört so vieles, dass Hunde vorm Geschäft geklaut werden, die misshandelt werden. Ey, das muss nicht sein, das muss wirklich nicht sein. Meine Hunde habe ich dann auch zum Einkaufen nicht mitgenommen. Muss nicht sein. Ich habe ganz schlimme Sachen gelesen,
möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Muss nicht sein. Muss man sich und seinem eigenen Hund dann auch nicht antun. Meine Hunde waren so ein bisschen... Ach, schaut mal, wenn man gerade so vom Teufel spricht. es muss halt einfach nicht sein. Man kann die dann wirklich zu Hause lassen. Und was ich noch viel, viel schlimmer finde, und da kriege ich richtig das Kotzen, aber wirklich das Kotzen, wenn Menschen... Jetzt bin ich im falschen Gang. Hört mal, ne? Boah, das kommt schon schleifen. Wenn Leute ihre Hunde im Sommer im Auto lassen. Leute, das geht gar nicht. Ist doch egal, ob ihr da Hunde drin lasst oder Kinder drin lasst. Es geht nicht. Setzt euch selber mal ins Auto rein. Guckt, wie schnell Autos aufheizen. Das geht verdammt nochmal gar nicht. Und wenn ich sowas sehe, kriege ich das kalte Kotzen. Ich muss es so drastisch ausdrücken. Ich finde dafür keine Worte, die es irgendwie netter ausdrücken könnten. Finde ich nicht. Tut mir leid. Ich krieg's Kotzen. Und nicht nur das, ich könnte dann auch zur rasenden Wildsau werden. Auch. Ich wüsste auch nicht. Ich hatte es einmal gehabt, da habe ich ein Kind gesehen, was im Auto in der Sonne stand. Ich hätte mir den Vater greifen können. Ich wusste zum Glück, wo er war. Ich habe den rausgeschickt und habe gesagt, hier, geht gar nicht. Kind aus dem Auto raus. Ich sag, und ins Kühle bringen. Was ich heutzutage mit jemandem machen würde, möchte ich jetzt lieber nicht sagen. Das käme nicht so gut vor laufender Kamera. Nein. Wir denken uns unseren Teil da mal. Und ja. Achso, was will ich überhaupt hier? Ich bin hier Bremen-Steintor. Das ist so ein bisschen wie Hamburg-Reeperbahn. Hm. Schlechter Vergleich, aber doch. Wieso ist dieser scheiß Parkplatz jetzt besetzt? Leute, das geht ja mal gar nicht. Jetzt haben die alle rausgefunden, dass man da toll seine Motorräder hinstellen kann. Was soll denn das? Da kann ich nicht stehen. Alter, das geht ja gar nicht. Muss mal gucken, wo ich mich jetzt hinstelle. Hinter mir kommt schon ein Fahrrad. Ey, wer stellt seine beschissenen Motorräder hier hin? Erstmal das Fahrrad dran vorbeilassen. Ich gehe da ins Tandoor. Wie gesagt, hier ist auch die Helenenstraße. Wie in Hamburg die Herbertstraße. Ja. Und jetzt suche ich nach einer Möglichkeit. Alter, das ist ja völlig beschissen gerade. Mein Parkplatz. Manno. Muss ich mich hier hinstellen. Ich fand den so schön. Kann man noch telefonieren? Ja, kann man. So. Das war's. Ich gehe jetzt da rein, hol mir jetzt was zu essen. Die haben das beste Rollo. Das müsst ihr euch merken. Wenn ihr in Bremen seid, müsst ihr herfahren. Sielweil, Nummer, keine Ahnung. Egal, Sielweil. Da ist die Sielweil-Kreuzung. Da ist der Osterdeich. Genau dazwischen, näher an der Sielweil-Kreuzung, ist Tandoor. Da gibt es das beste Rollo. Ich hole mir jetzt das Rollo Kikeriki, heißt das. Weil das schmeckt richtig, richtig geil. Genau. Das hole ich mir jetzt. So. Wenn ihr... Der Typ, der da vorne steht, ist übrigens der Besitzer. Den werde ich gleich mal erzählen, dass ich gerade Werbung für ihn mache. Kommentare wie immer. Ja. Unten rein.
abonnieren. Nicht vergessen. Und ansonsten, bei dem schönen Wetter, vorsichtig fahren. Übertreibt es nicht.